Wort Familienunternehmen definiert ja im Grunde schon weitgehend, um was es geht. Ein Familienunternehmen ist ein Unternehmen, das einer Familie gehört. Oder vielleicht auch mehreren Familien, denn oft ergeben sich ja über die Generationen dann Stämme, sodass es nicht unbedingt nur eine Familie sein muss. Und im Umkehrschluss heißt das, ein Unternehmen, was einem Investor gehört, einem strategischen oder einem institutionellen Investor, das kann eben dann kein Familienunternehmen mehr sein oder eine Aktiengesellschaft, die im Streubesitz ist. Also ich denke, dass auch dazugehört und wichtig ist zum Verständnis von Familienunternehmen, ist, dass das Unternehmen selbst ist keine Familie, sondern das Unternehmen ist ja eine Leistungsgemeinschaft, das Unternehmen muss Gewinne erwirtschaften und das ist ein fundamentaler Unterschied zur Familie, wo man durch Verwandtschaft und idealerweise durch liebevolle Beziehungen verbunden ist. Im Unternehmen kann es sich sehr familiär anfühlen, das ist gut so. Es kann Freundschaften geben, es kann eine familiäre Atmosphäre entstehen, aber es ist eben nicht das Gleiche. Das Unternehmen gehört einer Familie, aber es ist nicht die Familie. Die Bedeutung für die Wirtschaft ist unbestritten enorm. Die Familienunternehmen in Deutschland stellen die meisten Arbeitsplätze. Es sind auch die meisten Unternehmen in der Summe in Deutschland Familienunternehmen. Und von meinen Reisen ins Ausland weiß ich, dass das eine Besonderheit in Deutschland ist. Weil es gibt kaum ein anderes Land in Europa, ein paar wenige, wo es in die Richtung geht. Aber ansonsten gibt es kein anderes Land, in dem Familienunternehmen eine so bedeutende Rolle spielen wie in Deutschland. Gerade auch im mittelständischen industriellen Bereich. Da sind wir einzigartig und das macht uns besonders.